Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bosch Smart Home hat mittlerweile ein richtig großes Portfolio an Smart Home Produkten. In diesem Video geht es um die smarten Sicherheitslösungen und damit legen wir jetzt auch direkt los. Als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bei Bosch Smart Home bedanken. Die haben mir nämlich hier dieses Security Starter Kit und die 360 Grad Innenkamera für das Video zur Verfügung gestellt. Was erwartet euch in diesem Video? Ich möchte euch natürlich zeigen, was habt ihr für Möglichkeiten mit Bosch Smart Home, euer Smart Home etwas sicherer zu machen. Das heißt, welche Lösungen gibt es hier? Ihr seht es hier schon vor mir auf dem Tisch. Das schauen wir uns gleich alles ein bisschen detaillierter an. Und ich möchte euch natürlich auch erzählen, was habt ihr hier überhaupt für Möglichkeiten? Welche Kompatibilitäten gibt es hier mit anderen Systemen, zum Beispiel HomeKit und Philips Hue? Und was man damit halt eben alles machen kann. Ich spreche mit euch über meine Erfahrung mit dem System, möchte euch auch ein paar ganz konkrete Anwendungsfälle vorstellen. Zum Schluss sprechen wir dann in einem Fazit nochmal über alles und jetzt denke ich, schauen wir uns die Geräte hier mal etwas genauer an. Im System von Bosch Smart Home läuft alles hier über diese Zentrale. Das ist quasi das Herzstück. Diese verbindet ihr mit eurem Router und dann wird halt alles andere daran angelernt. So sieht das Ganze halt hier aus. Wird halt tatsächlich fest mit eurem Router verbunden. Über WLAN funktioniert das Ganze jedoch nicht. In dem Security Starter Kit, was ich hier habe, befindet sich halt hier eben diese Basisstation. Dann zusätzlich ein Rauchmelder, ein Bewegungsmelder und dieser Tür- und Fensterkontakt. Die Kamera hier, die gibt es hier jetzt noch optional. Die habe ich, also die ist in dem Security Starter Kit halt nicht drin, aber ich habe sie halt hier jetzt mit dazu. Sie gehört ja zum Sicherheitsaspekt eindeutig mit dazu und sie funktioniert natürlich in verschiedenen Szenarien und Automationen und das möchte ich euch natürlich zeigen. Generell ist die Verarbeitung ordentlich, das muss ich schon sagen. Also das ist alles schon hochwertig gemacht, allerdings in Teilen auch etwas größer, als ich das von verschiedenen Dingen auf dem Markt kriege, das kenne. Dieser zum Beispiel Bewegungsmelder hier, ihr seht, hier oben hat er gerade geleuchtet. Und gibt es natürlich auch schon kleine auf dem Markt, aber das ist zum Beispiel der Bewegungssensor. Das ist auch dieser Tür- und Fensterkontakt, auch die gibt es schon mittlerweile kleiner. Das hier ist nichts anderes als ein Magnet, aber das habe ich jetzt zum Beispiel hier an meiner Haustür schon installiert, dass eben erkannt wird, ob ich meine Tür öffne oder schließe. Da gibt es natürlich viele Einsatzszenarien, gerade wenn man jetzt noch ein Einfamilienhaus hat. Bei mir ein Mehrfamilienhaus ist natürlich neben der Haustür dann nicht so viel interessant, außer natürlich an Fenstern oder am Balkon natürlich, wenn ihr das dann auch noch mit der Heizlösung von Bosch Smart Home zusammen kombiniert, dann könnt ihr da natürlich auch was machen, dass wenn ein Fenster geöffnet wird, die Heizung runtergeht. Hier dieser Rauchmelder, der halt euch eben auch Push-Meldungen schicken kann, wenn eben Rauch erkannt wird. Der ist jetzt, muss ich sagen, für einen smarten Rauchmelder nicht unbedingt der schickste. Da gibt es schon welche, die ein bisschen moderner aussehen, aber es ist halt einfach auch ein Rauchmelder, die ich jetzt hier standardgemäß von meiner Wohnungsbaugenossenschaft an der Decke habe. Die sehen auch nicht unbedingt schick aus. Das hier ist diese 360 Grad Innenkamera. Die hat halt ein ganz besonderes Feature, und zwar, dass sie ihre Kameralinse verstecken kann, indem man halt, jetzt ist sie auch hier eingefahren, also es kann sich so drehend, fährt diese Linse hier oben hoch und das kann man halt eben machen, indem man hier so zweimal drauf tippt. Und das ist natürlich auch ein ganz interessanter Aspekt in Bezug auf Privatsphäre, dass man halt eben ganz genau weiß, dass diese Kamera einen gerade nicht filmt. Das ist zum Beispiel gerade bei meiner Frau sehr interessant. Da komme ich dann aber auch gleich nochmal in den Punkt zu, wenn ich über die ganz konkreten Einsatzszenarien spreche. Also das ist das Security Starter Kit, so wie ihr es hier seht, mit der Zentrale. Kamera halt hier in dem Fall optional. Ja, so viel möchte ich hierüber dann gar nicht mehr verlieren. Und ich denke, dann sprechen wir auch mal über meine Erfahrungen und über ganz konkrete Einsatzzwecke dieses Bosch Smart Home Sicherheitssystems. So, dann sprechen wir hier mal so ein bisschen über meine Erfahrungen mit dem System von Bosch Smart Home. Und gleichzeitig möchte ich euch natürlich auch die Bosch Smart Home App zeigen. Die werde ich hier wieder für euch einblenden, dass ich euch da gleichzeitig zeigen kann, was ihr da alles für Möglichkeiten mit habt. Generell, die Einrichtung des Ganzen funktioniert meiner Meinung nach wirklich sehr gut und einfach. Ihr könnt das jetzt hier schon sehen, wie ich meine Favoriten hier angelegt habe. Hier seht ihr den Tür- und Fensterkontakt, den Rauchwarnmelder, den Bewegungsmelder. Die habe ich halt hier alle eingeschaltet. Hier auch die Bosch Kamera. Hier wird halt dann immer gleich der Status angezeigt. Zum Beispiel halt eben, dass der Türfensterkontakt jetzt anzeigt, dass die Tür geschlossen ist. Gleichzeitig könnt ihr hier Szenarien anlegen und könnt euch hier halt auch verschiedene Favoriten in Geräten anzeigen lassen.
Generell habe ich das so gemacht, bei mir zu Hause setze ich auf das Beleuchtungssystem von Philips Hue. Philips Hue ist auch mit Bosch Smart Home kompatibel, das heißt, wenn ihr neue Geräte hier hinzufügen wollt, unten bei der Verwaltung und bei den Geräten generell seht ihr hier alles, was ihr hier habt und Geräte hinzufügt, dann könnt ihr halt, wie ihr seht, auch eine Philips Hue Bridge hinzufügen. Müsst ihr dann einmal auf die Philips Hue Bridge drauf tippen und dann werden euch alle Lampen hinzugefügt. Was mir dabei aufgefallen ist, ihr müsst dann wirklich jede einzelne Lampe einem Raum zuordnen, sagen, wo ihr das hinhaben wollt, was ja generell auch ziemlich cool ist. Allerdings, jedes Mal, wenn euch dann eine Lampe angezeigt wird, um sie zuzuordnen, fängt diese an zu blinken. Ja, das habe ich genau jetzt gemacht, wo hier meine Kinder und meine Frau alle schon schlafen. Ich habe zum Glück keinen geweckt, aber es hat jede einzelne Lampe beim Zuweisen einmal geblinkt. Muss man einfach vorher wissen. Generell seht ihr halt hier beim Geräte hinzufügen, was ihr hier alles Mögliche habt. Hier habt ihr halt auch Kaffeemaschinen, Backofen, also die gesamten Bosch Home Connect Produkte könnt ihr halt hier in diese App genauso mit reinpacken. Und ja, jetzt gehen wir hier mal wieder zurück und zurück in die Favoriten. Ja, und Szenarien kann man halt hier genauso anlegen, dass man halt mit einem Knopfdruck einfach mal mehrere Dinge auf einmal auslösen kann. Wenn man hier oben drauf geht und auf die Szenarien geht, dann seht ihr, hier sind die Szenarien. Szenarien hinzufügen, könnt ihr entweder ein eigenes kreieren oder halt hier so vorgefertigte, zum Beispiel nach Hause kommen, soll dann auslösen, dass zum Beispiel die Heizung eingeschaltet wird. Ich habe jetzt halt hier keine Heizungsthermostate, aber ihr könnt dann halt auch hier einstellen, über Aktionen hinzufügen, welche Lampen dann zum Beispiel angehen sollen. Ich habe bei mir zum Beispiel eingestellt, dass wenn die Haustür geöffnet wird, dass zum Beispiel automatisch die Lichter im Flur angehen. Das ist aber hier unter Automation, also es gibt Szenarien und Automation. Haustür abends geöffnet, da kriege ich dann einfach, gehen die Lichter im Flur an und Haustür wird geöffnet, ist generell einfach nur, dass ich eine Push-Mitteilung bekomme, wenn die Haustür geöffnet wird. Und ja, bei den Favoriten will ich halt hier jetzt nochmal so ein bisschen mehr zeigen, und zwar zum Beispiel halt hier die Kamera. Das hier ist die Kamera, die jetzt eingestöpselt ist. Ich habe ja gesagt, ich spreche auch so ein bisschen über konkrete Anwendungsfälle. Da ist natürlich immer ein Anwendungsfall, dass man halt zu Hause nach dem Rechten sehen möchte, und da ist die Kamera natürlich sehr gut für geeignet, gerade weil sie halt auch eben die Möglichkeit bietet, ihren Kopf zu schwenken. Ich zeige jetzt einfach mal, wie das ist. Jetzt ist sie quasi in Privatsphärenmodus. Das heißt, die Kamera ist komplett versenkt, physisch also nicht da. Und diesen Ton, den sie jetzt gerade abgespielt hat, kann man optional auch ausschalten. Aber ihr seht, jetzt ist die Kamera da. In der App ist die Kamera jetzt halt hier auch drin. Jetzt seht ihr eine Push-Mitteilung von der Smart-Kamera. Es gibt nämlich noch eine Bosch Smart-Camera-App. Mit der habt ihr dann den gesamten Funktionsumfang mit zum Beispiel Kamera drehen und so weiter und so fort. Und dann wird eigentlich hier mit der Bosch Smart-Home-App eigentlich nur so eine Verbindung hergestellt, dass ihr die hier mit drin habt in den Kacheln. Ihr könnt es auch sehen, die Übertragung startet jetzt. Und dann könnt ihr halt das Live-Bild euch anschauen, könnt aber auch direkt in die Bosch Smart Home App dann reinspringen. Geht also hier wirklich sehr schnell, um dann sagen zu können, dass ihr die Kamera halt hier eben auch drehen möchtet. Ich zeige das nur mal ganz kurz, dass man das einfach auch mal gesehen hat. So. Ich tippe jetzt einmal doppelt an hier. Ihr seht, die Kamera halt hier oben, die dreht sich. Und wenn ich jetzt halt eben sage, zum Beispiel ganz konkreter Anwendungsfall, meine Frau macht sehr häufig Sport vorm Fernseher, da habe ich halt ganz generell die Kamera stehen, weil man da Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, alles so ganz gut im Blick hat. Und da möchte sie es aber nicht, dass sie in eine Kamera rein Sport macht, auch wenn ich ihr sage, dass die Kamera ausgeschaltet ist, ist das für sie einfach ein Gefühl, in eine Kamera reinzugucken. Und wenn die Kamera aber in der Realität dann einfach gar nicht da ist, ist das für sie einfach nochmal ein Gefühl von mehr Privatsphäre. Ein weiterer Anwendungsfall ist dann natürlich, wenn bei euch eingebrochen wird. Und da springe ich jetzt einfach nochmal auch wieder in diese App hier zurück. Ihr könnt halt hier zum Beispiel über die Rauchwarnmelder auch einstellen, dass wenn ihr die Alarmanlage scharf schaltet, auch das könnt ihr euch hier vorne hinsetzen. Ihr seht, dass hier Alarmsystem an ist, beziehungsweise ausgeschaltet. Und jetzt wird das Alarmsystem eingeschaltet. Das würde dann bedeuten, dass sobald die Tür vorne, die Haustür geöffnet wird, dadurch ein Alarm ausgelöst wird. Und dann könnt ihr halt sagen, was soll alles passieren, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Und das kann zum Beispiel sein, natürlich, dass die Kamera aus diesem Modus hier rauskommt und ja, dass ihr sehen könnt, was passiert. Gleichzeitig können aber auch zum Beispiel hier der Alarm, der normalerweise bei einem erkannten Brand
von diesem Rauchwarnmelder hier ertönen würde. Der kann auch bei einem Einbruch dafür sorgen, dass hier halt dieser extrem laute Alarmton abgespielt wird. Das ist halt eben die Möglichkeit. Gleichzeitig bekommt ihr natürlich auf eurer Smartphone auch Push-Mitteilungen und könnt gleichzeitig schauen, was passiert zu Hause durch die Kamera. Ja, also da habt ihr definitiv ein Gefühl von mehr Sicherheit, wenn ihr zu Hause wechselt, wenn ihr wisst, sobald die Tür aufgeht und ihr wart es nicht, ihr könnt reingucken, es ertönen Alarme und ja, ihr könnt zum Beispiel dann auch Philips Hue leuchten lassen und so weiter und so fort. Brandmelder ist natürlich genau das Gleiche, erkennt dieser Rauchwarnmelder hier Rauch, dann ertönt natürlich erstmal einmal der Alarm, dass in der Umgebung alle gewarnt sind und gleichzeitig bekommt ihr die Push-Mitteilung und dann könnt ihr auch wieder sagen, gleichzeitig soll bei einem Alarm die Kamera angehen und so weiter und so fort und es soll, ja, keine Ahnung, also da könnt ihr natürlich viele Dinge miteinander verknüpfen. Ja, so viel erstmal zu meinen Erfahrungen und zu ein paar konkreten Anwendungsfällen. Interessant ist ja für viele auch immer, das ganze System ist kompatibel mit dem Google Assistant und mit Alexa genauso. Und natürlich auch noch nicht so lange, aber auch mit HomeKit habe ich auch ausprobiert. Habe ich hier auf dem Handy, switche ich hier oben mal eben. Und ihr könnt jetzt hier halt zum Beispiel sehen, dass hier in meinem Flur der Tür- und Fensterkontakt von Bosch zu sehen ist. Und hier könnt ihr natürlich jetzt genauso HomeKit-Automation starten und anlegen und könnt damit natürlich eine Vielzahl von verschiedenen HomeKit-fähigen Geräten zusammen mit den Bosch Smart Home Geräten verknüpfen. Genauso seht ihr das hier, wenn ich aus dem Flur mal ins Wohnzimmer gehe, hier unten, dann seht ihr, dass halt hier der Bewegungssensor drin ist. Hier ist halt der Rauchsensor. Das Alarmsystem an sich ist hier nicht ganz drin. Das heißt, es gibt schon einen Unterschied vom Funktionsumfang zwischen HomeKit und der Bosch Smart Home App. Das heißt, es sind nicht alle Funktionen, werden hier an HomeKit durchgereicht. Aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, HomeKit zu nutzen. Für viele Apple-Fans ist das ja mit Sicherheit eine richtig coole Sache. Von daher, ja, HomeKit funktioniert genauso, habe ich euch hier jetzt auch gerade gezeigt. Okay, meine Erfahrungen, ein paar konkrete Anwendungsfälle habe ich euch hier jetzt mitgeteilt und dann kommen wir jetzt auch nochmal schnell zum Fazit. Mit dem Bosch Smart Home System habt ihr hier wirklich ein System, womit ihr euer Smart Home wirklich vollumfänglich ausrüsten könnt. Ihr habt halt hier neben diesem Sicherheitssystem da natürlich auch noch ganz viele andere Aspekte von Bosch, die es gibt. Ihr könnt zum Beispiel Unterputzschalter verwenden, ihr könnt eure Rouladen damit steuern und ihr könnt ja sogar smarte Küchengeräte, euren Backofen oder sonstiges, alles Mögliche hiermit ausrüsten, steuern. Natürlich ist das System nicht unbedingt preisgünstig, dafür bekommt ihr aber ein System, was extrem viele Möglichkeiten der Automation bietet, was kompatibel ist mit HomeKit, mit Alexa, mit dem Google Assistant und ja, ihr habt Kameras, Bewegungsmelder, Tür- und Fensterkontakte. Da gibt es ja Kritikpunkte, werden es ist nicht unbedingt immer alles ja die hochmoderne Optik, wie ich finde, aber ja, das muss es auch nicht zwingend sein bei manchen Dingen, die einfach nur funktional sein sollen. Kamera persönlich finde ich sehr cool. Es gibt auch noch eine Außenkamera, aber diese Innenkamera habe ich ja schon erzählt, ganz besonders, weil man halt eben sagen kann, physisch, du guckst jetzt hier gerade nicht zu. Das bietet natürlich den Familienmitgliedern, die Kameras gegenüber nicht so positiv eingestellt sind, nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man wirklich sagen kann, diese Kamera hier ist jetzt wirklich weg. Dass man hier zum Beispiel sagen kann, was beim Einbruch nicht nur neben der Branderkennung, sondern bei einem Einbruch hier sogar die Alarme genutzt werden können, um dann Einbrecher abzuschrecken, finde ich richtig cool. Dass man gleichzeitig über die Kamera gucken kann. Ja, also ihr habt hier ein System, wo man sagen kann, theoretisch könnt ihr euer gesamtes Haus mit Bosch Smart Home ausrüsten und habt dann sogar die Möglichkeit, ja schon intern verschiedene Hersteller auch noch mit zu kombinieren, zum Beispiel Philips Hue smarte Beleuchtung, so wie ich das hier bei mir zu Hause auch mache. Okay, das ist mein Video zum Sicherheitspaket von Bosch Smart Home. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind, gerne in die Kommentare damit oder kommt in unsere Smart Home Facebook Gruppe, da könnt ihr euch dann auch mit ein paar tausend Nutzern austauschen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.